Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. In der letzten Folge haben wir die Leerpaletten geladen, die wir jetzt zur Zellstofffabrik und zum Fischer bringen. Dann haben wir in der letzten Folge angefangen, unser Zuckerrübenfeld zu ernten. Und da sind wir mal gespannt, wie viel Zuckerrüben da runterkommen. Ich hoffe mal nicht allzu viel, weil ansonsten sind wir pleite. Was wir in dieser Folge machen werden, eben diese Zellstoffpaletten verteilen. Die Leerpaletten verteilen in die Zellstofffabrik sowie in den Fischer. Und dann werden wir noch den Verkaufspreisauslöser endlich mal wieder scharf schalten, weil wir einfach auch wieder verkaufen wollen. Jetzt ist unser Precision Farming Wert annehmbar von Prozenten her. Jetzt können wir auch wieder verkaufen. Ging schneller wie gedacht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das dauert jetzt ein paar Monate. Ich habe ernsthaft gedacht, es dauert eher bis zu einem Jahr. So, jetzt sind wir erstmal hier und laden die Paletten ab. Sehen wir auch schon, es ist rausgefallen aus unserem Infofeld. Es müsste so bis knapp 45.000 runtergehen. Also noch 10.000. 41.000, ja, dann das bringen wir jetzt natürlich zum Fischer. Ja, ich weiß, dass die Leerpalette nicht angenommen wird. Einmal einen Ball flach. Oh, wieso fahre ich denn hier hinten lang? Ja, ging gerade noch mal gut. Okay, wird auf jeden Fall noch angenommen. Jetzt können wir hier sehr schön einfach mal alles abladen. Sehen, jetzt ist auch der Fischer rausgefallen aus dem Ranking. Und wir haben die Palette wieder fast komplett aufgefüllt. Haben wir natürlich hier auf den Ladetrigger. Schalten das Laden mal ein und werden jetzt das ganze gefangene Fischzeug auslagern. Zack, jetzt müsste es eigentlich ausgelagert sein. Jawohl. Wieder eingelagert. So, 1, 2, 3. Müsste so passen. Das passt. Da sehen wir, jetzt haben wir auch schon einiges geladen. Jetzt kommt natürlich noch die Zellstoff dazu. 55.000, also das ist schon ordentlich. Was wir jetzt hier bekommen haben. Schau mal nach, weil ich das gern vergesse. Den noch auf Laden zu lassen. Zellstoff, ah, da haben wir schon noch einiges mehr. Ja, ganz kurz warten. Papierpalette müsste jetzt fertig sein. Jawohl, Kartonpalette. Können wir hier rausgehen. Okay, wir sind ein bisschen nah dran an der vollen Stunde. Das heißt hier mit dem Verteilen, Einlagern und so. Werden wir das natürlich jetzt erstmal sagen, er soll uns das zum Hof bringen. Weil wir dann nämlich jetzt mal ein bisschen unseren Verkaufspreisauslöser bearbeiten. Eier. Natürlich setzen wir erstmal auf Höchste. Wolle haben wir nicht. Mischration haben wir auch nicht.
Heu, Stroh, Methan, Kuchen, Käse, Bier, Kleidung, Zucker, Honig, Müsli, Rapsöl haben wir alles nicht. Salat, Tomaten, Erdbeeren haben wir auch nicht mehr. Aber wir haben Bretter und das darf uns auch auf den Höchstwert setzen. Gehen wir hier natürlich durch, Stück für Stück. Durch Leerpalette auf höchste. USB-Palette auf höchste, Spanpalette auf höchste, Kartonpalette auf höchste, Papierpalette auf höchste, Klopapier auf höchste. So, dann gehen wir hier natürlich noch ein bisschen weiter runter. Haben wir hier nämlich die Vollmilch, den Joghurt, die Sahne und natürlich auch die Scholle, Hering, Krabben. Und Hummer. Und dann klicken wir natürlich auf OK und wir sehen, wir haben Eier, Kartonpalette, Papierpalette am Baumarkt. Also Kartonpalette und Papierpalette am Baumarkt. Das merken wir uns, weil das verkaufen wir jetzt dann. Im Anschluss, sobald wir das Gel entladen haben in unser Lager. So. Ach ja, schön runterfahren. Zu unserer Logistikhalle, wo wir direkt auf dem Hof platziert haben. Wenn wir hier sehen, was wir eigentlich alles transportieren. 90.000 Liter Karton, 90.000 Liter Papier. Ja, das sind Sachen. Das ist echt Wahnsinn. Ah, unsere Spritze ist im Vorgewende. Natürlich tipptopp. So, aber ich fahre jetzt hier runter. Nehmen unsere zweite Feldeinfahrt. Ich sehe gerade, wir müssen nachher mal noch mit der Spritze ein Stück noch selber fahren. Gerade so ein Übergang ins Vorgewende. Aber wenn wir hier schauen, wir haben schon 33% Zuckerrüben voll. Da schauen wir gleich mal, wie viel der schon geerntet hat. Ja, ich weiß, dass es hier nicht angenommen wird. So. Der ist noch im Vorgewende. Nein, der ist jetzt auf den Bahnen. Wir haben jetzt, nee, wir haben drei Vorgewende gemacht, glaube ich. Schauen wir mal, ob der das überhaupt durchhält. So. Das heißt, wir fahren jetzt das zum Laden. Papier und Karton. Können wir ganz kurz rüberschauen. Karton 145.000 und Papier 200.000. Uiuiui. Ja, da suchen wir uns natürlich als erstes mal die Papierpalette raus. 39 Paletten. Und dann nehmen wir natürlich noch die Kartonpalette mit 29 Paletten. Da bin ich ein bisschen zu schnell gerannt. Hä? So, haben wir festgezurrt. Machen wir Lademodus aus und bringen das zum Baumarkt.
Das würde schon einen kleinen Preisschub geben. 39 und 29 Paletten. Das heißt, wir fahren hier mit 70 Paletten knapp durch die Gegend. Um genau zu sein, 68. Einmal ganz gemütlich zum Baumarkt. Haben wir ja Feld gemulcht. So, da kam Verkehr. Nicht umfallen, nicht umfallen. Haben wir jetzt Glück gehabt. Ich glaube, wäre die Leitplanke nicht da gewesen, dann wären wir mal wieder auf der Seite gelegen. So, und jetzt fahren wir hier natürlich nach oben. Das Problem ist ja jetzt, ich habe mir auch schon überlegt, die Zuckerfabrik dann zu kaufen. Aber bei der Zuckerfabrik haben wir dann das Problem, wir müssen ja dann jährlich Zuckerrüben anbauen. Gut, das ist ja nicht so das Problem. Das ist dann hier gar nicht so das Problem. Wir werden das jetzt erstmal verkaufen fahren. Da rieselt jetzt das Geld wieder rein. Wunderbar. Oh, wir können hier richtig froh sein, was wir da oben rechts jetzt sehen. Wahnsinn. Was haben wir denn für einen Umweltbonus? 41.000. Das ist ordentlich. Wenn wir meinen Sägewerk Paletten laden, ich glaube, das müssen wir auch neu anfahren. Zack. Dann gehen wir es natürlich als erstes mal rein und kaufen den Diesel wieder voll bei unseren Produktionen Holzfäller. Nein, nicht Leerpalette, Diesel. Zack, jetzt haben wir das auch draußen. Dann können wir natürlich noch auf einen Traktor wechseln. Auf den hier. Ich würde sagen, da holen wir noch ein bisschen Kompost. Beziehungsweise wir fahren uns da in Position. Nein. Wir fahren uns da in Position, um eben die Zuckerrüben abtanken. Ist, glaube ich, jetzt erstmal wichtiger, dass wir die Zuckerrüben abtanken. Wir sehen, wir haben jetzt 600.000 wieder. Also, wirklich, du verdienst mit den richtigen Produktionen echt noch enorm Kohle.
So. Da fährt ja der Kollege. So. Mal abtanken. Ich glaube nicht, dass das nämlich reicht. Ich glaube, wir werden uns hier schon ordentlich das Lager füllen mit Zuckerrüben. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.